So, hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute den Sonntag und ich möchte es am Sonntag so haben, dass ich immer eine Update-Folge von Woodlife bringe. Und wir sind auf dem Server, der Zinus ist auch drauf, aber ich glaube, der ist AFK. Und ich möchte euch einfach nur ganz kurz zeigen, das wird jede Folge so sein. Ich weiß, man darf jetzt mehr Folgen von Woodlife bringen, aber ich möchte das eigentlich so halten, dass ich meine Updates beibehalte und ansonsten nur streame. Das bedeutet, es wird jeden Sonntag eine Folge kommen and that's it for YouTube mit Woodlife. Ich will viel mehr davon streamen und ja. Ich habe einiges weitergebaut. Ihr fragt euch sicher, wo bin ich gerade, falls ihr den Stream nicht verfolgt habt. Ich gehe mal ganz kurz hier nach oben, dann kennt ihr euch wahrscheinlich aus. Und zwar sind wir hier. Das ist meine Farm, die kennt ihr ja alle sicher. Ist alles wieder schön gewachsen und so weiter. Und ja, ich habe einen zweiten, also das hier fertig ist, das habt ihr glaube ich eh schon gesehen. Und ich habe hier gesagt, dass ich da weiterbauen möchte. Und da habe ich schon ein bisschen angefangen, so ein bisschen im Stream das zu machen. Hier das nach unten auszuhöhlen. Der Raum hier unten ist 1 zu 1 so groß wie oben. Da drüben habe ich ein bisschen mit der Länge von dem Raum verkackt, weil da wo das Holz ist, soll das eigentlich sein. Das Stein ist eins weiter hinten. Jetzt muss ich alles noch eins weiter hochziehen, dass der hat mich die Wand 1 zu weit reingemacht. Aber wie dem auch sei, der Raum hier unten wird später für die Tiere sein. Hier sind die Fence Gates, so wo man dann rein kann. Und es gibt ja vier Tiere. Danke, Hund. Es gibt ja vier Tiere, die hier irgendwo rein können. Einmal sind das die Kühe hier, dann die Hühner zum Beispiel da, die Schweine und die Schafe. Und die haben alle ein relativ großes Gehege und damit das Ganze nicht so langweilig aussieht, habe ich mir gedacht, ich mache hier in die Mitte Wasser und da kommt dann eine Art Aquarium rein, wo zum Beispiel ein Wal oder ein Hai oder irgendwas drin ist. Ich weiß nicht, was man dann so machen kann, was man da rein tun kann, ob ich da irgendwas rein tun kann, aber ich weiß halt, dass es zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Spawner gehe, dann kann ich hier reinschauen und sehe zum Beispiel, es gibt einen Wal-Spawner, Schlangen gibt es auch, dann gibt es einen Shark, ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt, es gibt einige Viecher, Manta Ray, also ein Rochen. Tropical Fish, Fisch, keine Ahnung, was weiß ich was, ne? Es sind richtig viele Viecher. Und ich habe mir halt gedacht, dass ich da irgendwas irgendwie reinbringe, falls das möglich ist, ich weiß es nicht. Ich habe das bisher nur so gemacht, dass ich überall Wasser gemacht habe und ich werde das halt noch nach unten graben, also hier überall so noch 3, 4 Blöcke nach unten oder sowas. Und dann hier oben Gras rein. Und es wäre halt mega cool, wenn irgendwie so ein Hai drin ist, der aggressiv auf mich ist und ich laufe hier oben drüber und stelle mich dann hier hin auf das Glas und der Hai schwimmt mir die ganze Zeit hinterher, so hin und her, wenn ich da rumlaufe, ne? Das wäre richtig lustig. Was ich auch überlegt hätte, wenn man dann nochmal ein bisschen runter geht. So, sorry, mein Hund ist gerade komplett ausgerastet, weil der unbedingt Gassi gehen möchte, wo wir gerade bei Tieren sind. Aber ja, was ich mir gedacht habe, wenn hier so ein Hai schwimmt oder sowas und der mir die ganze Zeit hinterher schwimmt, das wäre voll geil eigentlich, weil ich hätte das auch hier unten so, also wenn ihr das hier sehen wollt, so, guck mal. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht, aber ja, ich kann nochmal runtergehen, komm. Also, ich habe das hier unten so durchgemacht und in jede Richtung so ein bisschen noch runter, sodass man von oben halt, wenn man von oben reinguckt, dass es halt nicht so aussieht, als ob das einfach nur, also dass man die Wand nicht sieht, sag ich mal, ne? Damit das halt schöner ist. Ja, und dann kommen hier unten die Tiere rein, weil ich wundere, was das hier ist, hier lasse ich gerade Gras runterwachsen, das dauert aber natürlich, weil die Leute auf dem Server sein müssen, aber es kommt langsam. Ich könnte natürlich auch eine Silktat-Schaufel verwenden, aber ich dachte mir so, nee, eigentlich nicht so, nicht so mein Ding. Ja, und ich habe einen neuen Backpack. Ach ja, genau, meine Pickaxe, die ist fast kaputt, die muss ich wieder reparieren, aber da ist FE5 Unbreaking 3 drauf. Das kann ich eigentlich gleich mal machen, das kann ich euch zeigen, wie ich das mache. Und hier habe ich einen Backpack voll mit Fressen. Denn ich habe ja alles, was ich für dieses Teil hier brauche, hier oben angebaut. Und das wird die ganze Zeit geerntet und hier reingetan. Und was ich mir gemacht habe, das Einzige, was ich hier brauche, was ich nicht immer habe, was ich nicht immer kann, ist Salz. Und da habe ich mir eine Salzfarm gebaut. Kann ich hier einschalten. Und wenn ihr dann hier reinguckt, kommt einfach Salz rein. Ist nice, ne? Falls ihr sehen wollt, wie man die Salzfarm baut, dann bleibt bis zum Ende des Videos dran. Da zeige ich das nochmal im Singleplayer, wie ich die konstruiert habe. Da habe ich das nämlich mit Glas gebaut, sodass man das ganz genau sehen kann und ich euch das kurz erklären kann, wie das funktioniert. Und ja, Credits gehen schon mal an JB, weil von da habe ich mir die abgeguckt. Und ja, hier oben hat sich nicht viel getan. Da hinten hat sich viel getan, da steht ein Haus von irgendwem. Aber das müsst ihr bei der Folge von der Person auschecken. Ich glaube, das ist Spark. Ja, und hier oben, mein Enchanter, der wächst und gedeiht, da kommt eine Menge Zeug dazu. Und hier unten tut sich auch schon einiges, seht ihr das? Die Leute fangen an, ihre Häuser zu bauen. Es geht gut was weiter. Die Stadt ist im Wandel. Ich werde aber meinen Keller zuerst fertig bauen, bevor ich mit meinem Haus anfange. So, mit den Pickaxes habe ich das immer so gemacht. Ich gebe alles runter. Dann kriege ich jetzt nämlich Level. Also wenn ich jetzt hier hingehe, guckt, 27 Level habe ich jetzt wieder. Dann mache ich jetzt FE1 drauf und dann repariere ich die Pickaxe. Das kostet dann halt weniger Level, als wenn ich so mache. Und jetzt nehme ich mal Protection 3 noch von meinem Helm runter. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Und jetzt habe ich wieder 26 Level. Jetzt kann ich wieder FE5 und Unbreaking geht nicht. Okay, dann machen wir mal FE3 und Unbreaking 2, damit die Pickaxe mal mehr hält. Oder warte mal. So wäre es, glaube ich, sogar noch schlauer, weil, ja, wäre noch schlauer. Machen wir es so. Und jetzt habe ich noch 2 Level, aber damit kann ich nichts machen. Und jetzt habe ich meine Pickaxe immer enchanted und halt repariert. Jetzt ist sie wieder voll. Und hat fast dieselben. Ja, okay. Es hat halt Unbreaking 3. Ich brauche das aber unbedingt, weil die ist schon zweimal fast kaputt gegangen. Also zweimal muss ich sie schon so reparieren. Und je länger sie hält, desto besser natürlich. Und, ja.
Ich weiß nicht, was ich sonst noch so getan habe. Ich glaube, das war es eigentlich so ziemlich, wenn ich gerade so mal nachdenke. Hier habe ich auch. Ich war noch nicht farmen, ich habe aber eine Höhle gefunden. Da werde ich wahrscheinlich bald farmen gehen. Und ansonsten, meine Fressenfabrik will ich euch eigentlich nicht. Also, die will ich noch bauen. Das will ich halt machen. Ich habe diese Salzfabrik jetzt. Und in den kommenden Tagen, in den Streams, werde ich das dann wahrscheinlich so erweitern, dass ich eine komplette Fabrik habe, wo ich einfach hingehe und einen Button drücke. Hier zum Beispiel so wie da. Und dann passiert halt nicht nur so, dass das Salz reinkommt, weil das Salz geht ja dann einfach hier in die Kiste wieder. Und dann würde ich es von der Kiste halt zum Beispiel in einen anderen Auto-Crafting-Table tun, wo aus dem Salz dann die Fries gemacht werden zum Beispiel. Oder das hier wird auch nebenbei erzeugt und alles, dass halt dieser komplette Burger auto-crafted wird. Und dann gehe ich im Endeffekt hier hin zum Beispiel, sagen wir, ich mache das hier unten irgendwo an der Wand oder so, als Beispiel, ja. Drücke hier so einen Button und was dann passiert ist, dass ich mich hier hinstelle. Und dann wird das alles hinter mir gecraftet und droppt das hier oben raus zum Beispiel. So eine Essensschauer praktisch, also eine Dusche, wo halt Essen rauskommt, kann man sagen, ne? Das war so mein Plan dafür. Und ja, ich denke, das war so ziemlich von der Folge, was ich eigentlich so alles gemacht habe. Ich habe gar nicht so viel gemacht, wie gesagt. Die Folge, beziehungsweise letzte Woche war halt viel krasser als diese Woche zum Streamen. Also ich habe viel mehr gemacht in der letzten Woche. Aber es war ja auch die erste Woche und da ist man noch klar mehr hyped. Aber ich bin natürlich immer noch, ich habe immer noch Bock drauf, das Haus hier zu bauen und alles mögliche. Beziehungsweise die mehreren Häuser, so wie ich es geplant hatte. Und ja, das machen wir dann im Stream weiter. Gut, und jetzt zu guter Letzt zeige ich euch nochmal die Salzfarm, wie die genau funktioniert. Dazu gehen wir in den Singleplayer, in meine Testwelt, wo ich auch ein paar andere Sachen teste. Ich will übrigens diese Folgen immer so uncut wie möglich halten, weil es eh nur ziemlich kurze Folgen sind. Und da haben wir das Ganze, das Konstrukt. Um es mal kurz zu erklären, es gibt hier Redstone Paste und Sticky Repeater und so weiter. Das ist Redstone, was man hier an der Wand setzen kann, genauso wie die Repeater, die nach unten oder sowas setzen. Und das funktioniert nur genau so, weil das irgendeine neuartige Glock ist. Credits an GAB dafür, dass er das gefunden hat, auf jeden Fall. Und im Endeffekt ist es so, es gibt auch andere Hopper, nämlich die Created Hoppers, wo man eine Whitelist anrichten kann. Und ja, fangen wir einfach mal hier oben an. In die Kiste hier kommt das Salz und am Anfang tut man hier Wassereimer und Pots rein, denn aus Wassereimer und Pots macht man ja Salz. Und die gehen aber mit dem Created Hopper dann hier runter und gehen dann hier rein und hier wird es halt auto-crafted. Also da stellt man hier halt ein, dass das drinnen ist und die Dinger landen dann hier drin, dann kommt halt Salz raus. Und das Salz geht dann nach unten in diesen Hopper hier ran. Und weil, normalerweise wird es hier nach unten gehen. Aber weil dieser Hopper auf der Whitelist nur die Buckets hat, geht das Salz hier hin. Durch die ganzen Hopper-Dukte, hier oben in die Kiste. Und das ist der Zyklus, wie das Salz gemacht wird, ja. Jetzt habe ich ein Standbild, okay. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, aber wie kann es denn sein, dass das Wasser jedes Mal, wenn es verbraucht ist, wieder reinkommt? Wie kommen die Pots immer wieder rein? Das ist ganz einfach. Die Pots, die gehen nämlich auch direkt wieder nach oben. Das Einzige, was nach unten geht, sind die leeren Wassereimer, die dann gecraftet wurden, weil hier voller Wassereimer wird zu einem leeren. Und die Pots gehen auch wieder nach oben hier rein und dann sofort wieder hier rein. Also die gehen die ganze Zeit im Kreis und das Salz bleibt halt hier oben hängen. Macht aber genau das Gleiche sonst. So, und wenn man dann hier runter geht, hier gehen eben die Buckets rein und die landen dann in den Dispenser hier. Und ihr seht schon, hier sind vier Buckets drinnen. Und wenn ich das jetzt einschalte, dann kommt hier eine Glock raus praktisch. Also das ist eine Art Glock, kann man fast sagen. Wegen dem Comparator, der die Takte absendet auf den Repeater da hinüber. Ist es voll kompliziert, ich verstehe es auch nicht ganz genau selbst, wie das funktioniert. Da könnt ihr bei JB vorbeigucken, aber das ist auf jeden Fall, wie es funktioniert. Und danach geht das eben in den Dispenser und der kriegt eben ein Clock-Intervall. Das heißt, der kriegt die Energie dazu, dass er mit dem Eimer hier das Wasser nimmt und dann halt voll macht. Und dann geht das weiter, weil hier unten ist ein Created Hopper wieder, wo nur Wassereimer durchkommen. Das heißt, die Buckets bleiben, solange sie leer sind, immer hier drinnen. Und sobald sie aufgefüllt werden, gehen sie halt hier durch. Und das kann ich mal kurz zeigen. Gesehen? Der Comparator gibt halt dieses Redstone-Signal aus, wenn da was drinnen ist. Der ist halt auf Subtractor gestellt. Und dann geht das hier weiter und sendet einmal praktisch den kompletten Intervall hinüber. Ja, und so funktioniert das. Und das ist halt eine unendliche Wasserquelle, wo der Dispenser einfach das Wasser rausnimmt aus dem hier. Es fließt sofort wieder zusammen. Und die ganzen Eimer gehen dann durch den Hopper eben hier rauf, die gefüllten, wieder nach oben hinein und landen hier drinnen und dann wird Salz gecraftet. Ja, that's basically it. Hier drüben habe ich noch was anderes rum experimentiert, aber das ist unwichtig. Gut. Ja, das war's mit der Woodlife Update Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Und ich hoffe, wir sehen uns heute auch wieder im Stream. So gegen Abend werde ich auch wieder ein bisschen Woodlife streamen. Die Folge kommt auch ein bisschen später als normal online. Ich weiß nicht, wie ich es genau mache, dass Far Cry noch später kommt oder dass das hier nach Far Cry kommt. Auf jeden Fall werde ich heute Abend streamen. Ich schätze so gegen 20 Uhr. Wir werden uns sehen, hoffe ich. Also, bis später. Ciao.